Wir werden Pronischew zurückholen für ein halbes Jahr. Der ist ja freigestellt worden, suspendiert worden. Das sieht man jetzt eigentlich auch für morgen. Wir wollten ja zweimal 90 Minuten spielen. Gestern kam unser Wunsch, wo wir in Aue angerufen haben, das ein bisschen zu reduzieren, dass wir sagen, okay, wir spielen dreimal 45 Minuten. Moin Pele, also ich glaube nicht nur mich, sondern auch die Fans draußen wird eine Frage ganz, ganz besonders bewegen und das schon seit Tagen. Wenn du dich erinnerst, wir haben uns vorige Woche Mittwoch hier getroffen und da hast du in großen Tönen die Leute gelobt, die da hoffentlich recht bald hier bei uns andocken werden, neue Spieler werden und Tag für Tag guckt man in die Meldungen. Und kommt nichts. Und kommt nichts. Was ist los? Ja, auch erstmal guten Morgen. Nee, ist ja verständlich, dass dann auch Unruhe, Enttäuschung, Traurigkeit, sowohl bei den positiven Fans, die anderen, die ja nicht so uns positiv, die hoffen ja darauf, dass es dann auch so kommt, damit sie dann auch wieder loslegen können. Ja, das ist so, dass wir ja gesagt haben, auch schon eigentlich letzte Woche nach dem Freundschaftsspiel, dass es bis Sonntag eine Entscheidung geben sollte. Das war auch so vereinbart. Also ich kann jetzt nochmal bestätigen, dass sowohl mit dem Spielerberater und auch mit dem abgebenden Verein bei den Einspielern absolute Einigkeit erzielt worden ist und wir davon ausgegangen sind, dass wir dann auch das dann spätestens am Sonntag vermelden können. Dann kam am Sonntag die Bitte, das bis Dienstag aufzuschieben, weil, wie gesagt, das hatte ich aber auch gesagt, dass es Mitbewerber gibt. Dann ist es am Dienstag so, dann gab es eine Telco nochmal, Telefonkonferenz zwischen den abgebenden Vereinen, den Spieler, dem Berater, um nochmal auszuloten, ob es vielleicht auch die Möglichkeit gibt, woanders hinzuwechseln. Und dann sollte das nochmal aufgeschoben werden und dann muss man auch so ehrlich sein, dann weiß man auch, wo die Reise dann am Ende des Tages hingeht. Und dann kam am Mittwoch das so, dass man sich für eine andere Sache entschieden hat, obwohl sie, glaube ich, noch gar nicht vermeldet worden ist. Das ist jetzt auch nicht meine Aufgabe. Fakt ist, dass wir einen von dem Spieler, den wir haben wollten, wo der Verein, speziell ich, alles gegeben haben. Ich auch noch mal eine WhatsApp gestern bekommen habe von dem Spieler und dass er uns nur das Beste wünscht vom Herzen her, aber er glaubt, dass er eine Liga höher im Moment besser aufgehoben ist als in der Liga, wo wir aktuell spielen. Da werden ja viele Namen spekuliert und von daher brauche ich jetzt auch keine Namen nennen. Das betrifft das einen Spieler oder schon alle beide, die jetzt? Einen Spieler. Bei den anderen Spielern ist es so, dass der Vertrag am 30.06. dieses Jahres ausläuft, dass da auch mit dem Spieler eine Einigkeit erzielt wird, aber da der abgebende Verein da nicht so gerne mitgehen möchte, was ja auch nachvollziehbar ist. Da war es halt so, dass wir die Information haben, dass das möglich ist. Das hatten wir aber letzten Winter auch. Das kann man jetzt auch sagen, man hätte sich vorher mit dem Verein, es ist jetzt so gelaufen, da müssen wir jetzt mal abwarten, wie das Wochenende verläuft. Nach wie vor der Spieler möchte, wir möchten. Und so sind wir halt aber auch noch mit anderen Spielern schon die ganze Zeit im Gespräch. Das ist jetzt auch nicht, wenn jetzt ein anderer Spieler kommt, dass der Ersatz für den oder so, sondern dann versucht man ja auch parallel sich dementsprechend noch weiter zu positionieren, Gespräche zu führen. Wir haben ja gesagt, wir wollen auch ein bisschen mehr machen. Das sieht man jetzt eigentlich auch für morgen. Wir wollten ja zweimal 90 Minuten spielen. Gestern kam unser Wunsch, wo wir in Aue angerufen haben, das ein bisschen zu reduzieren. Dass wir sagen, okay, wir spielen dreimal 45 Minuten. Ich hatte letzte Woche auch fälschlicherweise gesagt, dass das Spiel in Cottbus stattfindet. Da habe ich mich versprochen. Das findet natürlich in Aue statt, weil die halt im Moment die Bedingungen haben mit Rasenheizung. Haben wir zwar auch, aber leider läuft sie nicht oder wird nicht angestellt. Aus finanziellen Gründen ist es so, dass wir gefragt haben, ob wir ein bisschen weniger spielen können aufgrund dieses kleinen Kader. Also nochmal, wir müssen in dem Fall, wir müssen was machen, werden was machen. Es wird auch vielleicht heute vermeldet, dass da werden jetzt viele überrascht sein, kann man auch überrascht sein, aber es war ein guter Zeitpunkt, weil es für uns kein Risiko mehr darstellt. Wir werden Pronischew zurückholen für ein halbes Jahr. Der ist ja freigestellt worden, suspendiert worden, ist dementsprechend in der Öffentlichkeit dargestellt worden, was ja viel über ihn kolportiert wird, dass er nicht der einfachste Spieler ist. Fakt ist, dass er in dem Jahr hier sehr gute Leistung gebracht hat. Natürlich hat er auch Themen, die habe ich auch immer öffentlich gesagt, aber in dem Fall, wo er halt sehr
intensiv, positiv, aggressiv auf uns zugekommen ist. Gab es viele Gespräche schon vorab. Wer auch mit dem Spieler, den ich eben benannt habe, der uns abgesagt hat, wäre trotzdem dazugekommen unter diesen Voraussetzungen, die jetzt dann in dieser Woche dann sich dann auch so bestätigt haben. Es gibt null Risiko für Energie Cottbus. Mhm. Das Risiko liegt alleine bei dem Spieler und ich hoffe, dass er sich dann als Mensch, als Spieler ist er top, hat er hier gezeigt, aber dass er sich als Mensch hier einordnet, die Kabine so akzeptiert, wie die Kabine ist. Ansonsten können wir relativ von jetzt auf gleich handeln. Und ich wünsche es Ihnen einfach als Spieler und wünsche es Ihnen als Mensch, dass er sich aus seinem Umfeld so nicht manipulieren lässt und beeinflussen lässt, dass er einfach das auf die Platte bringt, wenn er dann die Leistung bringt, um überhaupt auf die Platte zu kommen, um gut zu performen, um vielleicht da anzuknüpfen, wo er immer aufgehört hat. Ich sage nochmal, es wird für viele überraschend sein, da kann man auch drüber diskutieren, warum nicht er, aber man hat gesehen, wie schwierig das ist bei dem abgebenden Verein, wo man sich dann entschieden hat, sofort einen Break zu machen. Das ist nicht immer so ganz einfach und du kannst heute nicht als Spieler alleine eine One-Man-Show machen und von daher haben wir gesagt, okay, wenn, nur unter diesen Voraussetzungen, klar auch die Pistole auf die Brust gesetzt, nur wenn es ein leistungsbezogener Vertrag, wo das Risiko null bei Energie Cottbus liegt. Und dann hoffentlich über die restlichen 19 Spiele, nicht wie in Erfurt, nur eine gute Startphase haben, um dann abzufallen. Ne? Also ich glaube, dass er, ob er da eine gute oder schlechte Phase hat, das ist nicht mein Thema. Fakt ist, dass er bei Energie Cottbus in dem Jahr in der Art, wie wir Spieler begleiten, in der Art, wie wir Menschen begleiten, in der Art, wie wir mit gewissen Situationen umgehen können, brauchst du eine Mannschaft. Also, dass ich das kann, glaube, das habe ich mehrmals nachgewiesen, gerade was komplizierte Spieler sind, eine Mannschaft. Ich verlasse mich darauf. Wir haben, ich habe das ja jetzt auch mehrmals durchklingen lassen, wir haben da schon in der Hinrunde das ein oder andere Thema gehabt. Wenn wir das abstellen, jeder Spieler seinen Teil dazu beiträgt, sich im Dienste, man dient einen Arbeitgeber, man dient einen Club, man dient diesen Verein, dann haben wir alle Chancen und alle Wahrscheinlichkeiten können wir erhöhen. Des Weiteren wird das nicht der letzte Transfer sein, auch wenn jetzt wieder viele sagen, ja, wann liefern die, das ist, wir haben bei den erstgenannten beiden Spielern, haben wir das Risiko höher gemacht als in den vergangenen Monaten, nicht komplett, aber wir haben das gemacht, haben das unter Mauer hätten den einen wirklich sehr, sehr gerne präsentiert, weil wir glauben, das ist ein Unterschiedsspieler, der das auch in der dritten Liga schon nachgewiesen hat, in vielen, vielen Spielen, den ich persönlich kenne, der gerade weiß, in der 1-gegen-1-Situation, aber gut, auf der anderen Seite hört es auch dazu, dass man sich für eine andere Sache entscheidet. Mhm. Schließt sich die Frage an nach Kusic. Immer wieder mal, alle paar Wochen fragt man, wie sieht's aus? Ist die Hoffnung da, dass das was wird und für uns auch ein wichtiger Mann werden könnte? Ja, das ist ja mehr als berechtigt, die Frage. Ich hatte am Dienstag ein sehr gutes, langes Gespräch, ob wir bei diesem Matchplan bleiben, den wir im letzten Jahr aufgestellt haben. Und dann, ja, will er auch dabei bleiben. Ist nach wie vor, möchte gerne hier ankommen, möchte gerne hier wieder spielen. Nur wir haben ein paar Parameter zu beachten. Fakt ist, dass er nach wie vor nicht zu 100% Mannschaftstraining machen kann. Also Mannschaftstraining heißt Spielform, wo Zweikämpfe sind, wo es 1-gegen-1 ist, 3-gegen-3, keine Ahnung, 8-gegen-8, hin und her, was Passspiel betrifft, Anspieler betrifft als freier Mann, wo er kein Zweikampfverhalten braucht. Das ist alles top, sein Auftreten ist top. Nochmal, das Bestreben ist mehr als nur ihn jetzt hier fit zu machen, für was auch immer, sondern fit zu machen für uns, dann wird er kann Win-Win sein, also er kann auch ein Mehrwertspieler werden, das ist unser großes Ziel. Bei uns ist es halt das Thema, es muss in dem Fall, muss bis zum 31.01. entschieden werden. Man kann am 31.01. keinen Spieler mehr unter Vertrag nehmen. Also der Wunsch von Ihnen ist da, nach wie vor von uns, wenn das im Rahmen ist, könnte man das auch jetzt machen, nur dass natürlich auch ein Spieler mit Qualität natürlich auch eine Familie hat und natürlich dann am Ende höchstwahrscheinlich auch gewisse Voraussetzungen sollten dann erfüllt werden, um diesen Vertrag dann hinzubekommen. Also da noch ein bisschen Geduld, ein bisschen Zeit, sowohl für den Spieler als auch für den Verein und hoffen, dass es am Ende dann für uns ausgeht. Letzte Frage, was das Personal betrifft. Es gab eine Schrecksekunde beim Testspiel gegen Wacker, letztens auf dem Locki. Wie geht's Paul Milde? Nicht gut, nach wie vor ein dickes Knie. Kann aber jetzt auch nicht 100% sagen, was bei dem MRT rausgekommen ist, weil bis eben
oder bevor ich hier zum Interview gekommen bin, gab es noch nicht diese Diagnose, die Auswertung. Wir haben noch weitere Probleme. Wir haben Tobi Hasse, Kunstrasen, Schambein, reagiert. Der kann auch morgen nicht spielen. Da haben wir die größten Befürchtungen, dass das eine längere Geschichte wird. Wir haben Probleme mit Tim Heike, mit dem Knie, Hallbauer, mit dem Knie. Nur wir haben keine andere Möglichkeit. Wir haben gestern schon das Training vom Kunstrasen in der Halle verlegt, haben ein bisschen Fußballtennis gespielt, haben ein bisschen Krafttraining gemacht. Nur wir können jetzt nicht jeden Tag 24 Stunden Krafttraining machen, oder wir können nicht 24 Stunden nur Fußballtennis spielen. Wir haben uns vorzubereiten. Das sind dann halt auch immer diese Kleinigkeiten, und deswegen merkt man jetzt, dass der Kader dann in der Tiefe, in der Breite einfach zu klein ist. Wir fahren morgen mit 5 gerne oder sogar, glaube ich, 6 U19-Spielern. Dennoch, wenn man die 6 U19-Spieler nur in eine Mannschaft steckt gegen eine gute Drittligamannschaft, ist das ja auch nicht real. Also deswegen brauchen wir eine gute Mischung. Auf der anderen Seite gilt es, sich auch vorzubereiten auf nächste Woche Sonntag gegen Hertha 2. Alle haben sich gewundert, was ist denn da los, wenn man zweimal 90 Minuten, so war der Plan, spielt. Was war denn eure Idee dabei? Oder war es die von Aue zu sagen, ja, wir fangen ja nächste Woche an, es ist alles wichtig, wir wollen ganz, ganz viel spielen, wir haben einen riesen Kader, alle sollen spielen? Ja, also erstmal gab es natürlich die Anfrage von Aue, und war sofort, ich war Feuer und Flamme, weil man dann, wenn man 22, 20 Feldspieler hat, zwei Torhüter, können alle 90 Minuten spielen. Nächste Woche wird ja auch 90 Minuten gespielt. Und wenn man dann eine gute Mischung hinbekommt, dann ist für alle die Chance gleich, sich zu präsentieren, sich aufmerksam zu machen, sich aufzudrängen. Ich möchte gerne nächste Woche in der Startelf spielen. Jetzt haben wir aber dann festgestellt, dass mit Milde noch ein Spieler ausgefallen ist, jetzt mit Hasse ein Spieler ausgefallen ist. Borgmann ist ja sowieso raus, Thiele ist ja schon raus. Jetzt müssen wir feststellen, wenn Putze, der könnte spielen, aber der kann ja nächste Woche nicht spielen. Also müssen wir da auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Und dann muss man am Ende des Tages sagen, dass dann auch in dieser Woche unsere Grenzen aufgezeigt worden sind. Wir wollen vieles, können aber das ein oder andere im Moment nicht so umsetzen, und deswegen gilt es, nicht verrückt zu spielen, aber auf dem Markt dementsprechend zu handeln. Natürlich aber dann mit Spielern, die uns dann wirklich weiterhelfen. Jetzt kann man sagen, okay, warum haben sie Pronischew nicht hergeholt, habe ich jetzt mehrmals erklärt. Bei ihm gibt es dem, da braucht man auch nicht drum herum reden. Es gibt aber auch die sportliche Seite, und jetzt hoffen wir, dass das eine nie wieder ein Thema wird, sondern wir uns über sportliche Sachen mit ihnen über unterhalten können. Nun heißt es in Aue 3x45. Wie stellt man sich das dann vor? Jeder mal so ein bisschen oder eine Top-Mannschaft, um zu sagen, die nächste Reihe? Nein. Wir haben, das habe ich jetzt auch schon vorbereitet, das werde ich nachher der Mannschaft vorstellen, dass wir werden viele 90 Minuten spielen, dann gibt es welche, die werden 70 Minuten spielen, dann gibt es aber auch welche, die werden nur 45 Minuten spielen, die gerade dann auch eingestiegen sind. Juckel ist diese Woche erst im Training eingestiegen. Der hatte grippalen Infekt, hatte Durchfall. Maxi Osterhellweg hat einen Weisheitszahn letzte Woche gezogen bekommen. Deswegen hat er auch letzten Samstag nicht gespielt, ist jetzt erst am Dienstag wieder eingestiegen. Also wir haben nach wie vor auch in diesem kleinen Kader das eine oder andere Thema. Aber ich denke, da werden wir eine gute Mischung finden. Wichtig ist, Hillebrand kann spielen, Slama kann spielen, Kampulka kann spielen, Pelivan kann spielen, Hoffmann kann spielen. Denken, dass Heike spielen kann, Hallbauer wird spielen können, Prokopenko kann spielen, Endualo kann spielen, Euschen kann spielen, Bornemann kann spielen. Also wir haben da schon genug gute Spieler, und dann die Jungen einfach reinschmeißen, im positiven Sinne unbekümmert sein. Der Sohn von Matze Heidrich spielt mit Finn, den wir ja letzte Woche auch leider schonen mussten, aber das sieht gut aus, dass er zumindest mal 45 Minuten spielen kann. Dann Silic, Seemann, der letzte Woche ein Tor erzielt hat, warum nicht? Also sehr gerne. Nur ob das dann am Ende in der Breite dann reicht für die Ziele, wo man alle drei Tage spielt, das wird man dann sehen. Deswegen sind wir davon überzeugt, dass wir auf jeden Fall noch Spieler dazu zunehmen werden. Hoffen, dass das dann uns kurzfristig gelingt. Schon für Samstag? Nein. Ja, Bronischew müssen wir sehen. Also der hat ja bis zum Schluss in Erfurt mittrainiert. Das ist ein Fußballer. Wenn man sich wohlfühlt, kann ich mir vorstellen, dass er 30, 45 Minuten spielen kann. Warum nicht? Das ist ein Fußballer. Und dann kann er gleich zeigen, dass er hier ankommen will, dass er hier das annimmt. Ansonsten sage ich nochmal, wir werden da nicht groß machen. Wir handeln sofort. Das ist klar besprochen, das ist klar definiert, das ist klar schriftlich
schriftlich niedergelegt. Er ist ein toller Spieler, aber zum tollen Spieler gehört auch gewisse Werte zu nehmen. Ist das dann der letzte Test jetzt in Aue? Denn es liegt ja eine Woche noch dazwischen, bis es dann am nächsten Sonntag gegen Hertha 2 geht. Oder habt ihr da intern noch das eine oder andere vielleicht für Mittwoch geplant? Nee, also die Bedingungen geben das auch gar nicht her, also zu spielen. Deswegen sind wir unglaublich froh, dass das letzte Woche Samstag einigermaßen auf den Locky funktioniert hat. Danach kam ja der große Frost. Also wir sind da wirklich am Improvisieren. Ich habe das ja jetzt mehrmals gesagt. Das wird aber bei den ganzen Regionalligisten, also wenn die Witterungsverhältnisse da so sind wie hier, dann gibt es immer Improvisieren. Das macht die Mannschaft im Moment gut. Da hatte ich in der Hinrunde das Gefühl, dass wir da nicht mit der einen oder anderen Sache so gut mit umgegangen sind. Im Moment ist es wirklich sehr harmonisch, das hat man auch gesehen. Die Mannschaft hatte wirklich viel Spielfreude letzte Woche, auch im Training. Das ist ein Stück besser geworden. Das ist aber auch eine Grundvoraussetzung. Da haben wir klar und deutlich auch angesprochen, sowohl am Anfang des Jahres und am Ende, wo wir sie in den kurzen Urlaub verabschiedet haben. Das ist für uns eine Grundvoraussetzung, miteinander in der Kommunikation und sich gegenseitig vertrauen und auf dem Platz gegenseitig so zu unterstützen, dass da immer 100% rauskommen können. Alles Gute für Aue, gute Fahrt hin und her und vor allen Dingen kommt alle gesund wieder. Das ist unter dem Gesagten, glaube ich, mit das allerwichtigste Moment. Vielen Dank. Ja, das ist genau wichtig. Gesundheit, keine Unfälle, kein Glatteis oder sonst was. Aber wir sind sehr optimistisch, dass wir das Spiel gut austragen können.